Oh mein Gott! Oh mein Gott, Leute! Ihr habt's gesehen! Titeltrailer! Wir waren noch nie so früh im Kino! Oha. Ganz spontan entschieden! Heute Abend bekommt ihr auch ein Video, aber der müsste jetzt sein, Digga! Der musste sein! Manuelsen fährt zu Coach Frankie und will ihn packen! Jetzt sind wir so gespannt! Wir gehen sofort in die Sache rein! Ich hätte gesagt, lasst euch schmecken, aber viele machen Iftar, ja? Möge Allah euer Fasten annehmen und an die, die essen, unsere christlichen Brüder oder halt ohne Glauben, ja, Mensch ist Mensch. Ich wünsche euch trotzdem einen guten Appetit an alle, die am Essen sind oder vielleicht sich das Video auch später reinziehen. Ich würde sagen, let's go in the window, wir ziehen uns als allererstes Manuel in seine Storys rein. Coach, erzähl mal. Erzähl mal, wo du bist, komm. Weil ich werde dich sowieso finden. Ob ich dich finde oder nicht, steht nicht zur Frage. Ich finde dich 100%. Aber sag mir, dann können wir uns Zeit sparen. Wo bist du? In Hannover? Bei deiner Hurentochter von Frau? Boah! Boah! Er geht auf Frau! Oder bist du zu Hause? Sag mir nur das, damit ich weiß, wo ich hinkommen muss. Ja? Und wenn du der Sohn eines Mannes bist, dann antwortest du mir und sagst mir, wo du bist. Wir beide klären das heute. Okay? Schreib mir einfach. Alles an alle meine Freunde und alle meine Brüder und alle Leute, die mich lieben. Ich bin auf der Suche nach Coach Frankie. Okay? Ich mache mir Sorgen um ihn und ich möchte gerne mit ihm reden. Okay? Jeder, der mich liebt, jeder, der mich kennt, meine Freunde, Brüder, Deutschland, überall. Ich suche Coach Frankie. Okay? Ich suche Coach Frankie, weil ich habe was mit ihm zu besprechen. An alle Leute, die mich hassen und die mich nicht mögen. Okay, den ich auf den Sack gehe, ne? Sagt mir, wo ich Coach Frankie finde, ne? Dann seid ihr mich los, weil dann habt ihr mich in den Knast gebracht. Either way, sagt mir einfach, wo der ist. Sagt mir, wo ich ihn finde. Oder wer weiß, wo er ist. Wer weiß, wo er steckt. Boah, also, dann gehen wir ganz kurz auf Manuelsen seine Seite und zu Coach Nankör kommen wir gleich. Coach, ganz kurz, du bist doch derjenige, der immer in deinem Live da stehst oder sitzt, und Manuelsen, komm einfach vorbei, ja, red nicht so viel im Internet rum, bell nicht so viel, komm vorbei, jetzt ist er doch da, meld dich doch, mach doch 1 gegen 1, wie ein Mann. Du schreist doch so viel. Also, das postet Manuelsen, passt auf seiner Instagram-Seite. Ich habe eine Frage, ne? Bezüglich Manuelsen, der war gestern live und der meinte, dass du hast ihn beleidigt und zwar das und dies. Wer, Manuelsen? Genau, der meinte im Live, dass du hast ihn so rassistisch beleidigt im Supermarkt, wolltest du so Schokolade essen. Warum Manuelsen beleidigt? Er ist doch Libanese, er ist doch ein weißer Libanese. Bruder, erinnert mich an diese Kükenfamilie, an diese Entenfamilie, Quark, 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 da ist eine schwarze Ente dabei und die glaubt, die ist auch weiß. Was soll ich machen? Digga, dem Bruder darfst du gar nicht sagen, dass er dunkel ist. Darfst du gar nicht sagen. Der Manuelsen ist ein weißer Libanese. Okay, ist gut. Komplett schizophren, der Typ. Bruder, der will Libanese sein, aber der weiß nicht wie. Bruder, nein, das geht nicht, Bruder, das geht nicht. Komm mal zu. Weißt du, du kannst aus schwarzer Schokolade keine dunkle machen, jetzt rein ernährungstechnisch. Ja. Ja. Bruder, er soll sie einfach, ich verstehe das nicht, ja. Ich verstehe das nicht. Manuelsen unter mein Ady und seine ganze Gruppe auch, Bruder, sollen die machen, was sie wollen. Ich habe nichts mit dir zu tun. Verstehst du, was ich meine? Er will einfach nur Fame haben hier bei uns. Alles gut. Und zwar, zweite Sache, Bruder. Schon eine Frage, ne? Ey, ich frage mich, wie man so im Internet groß reden kann. Ja, so solche Töne spucken kann. Ich weiß, Lan, du guckst meine Videos. Aber ich bin halt ein offener Mensch. Und ich sage, wie kannst du solche große Töne spucken? Wenn du jemanden kritisierst, kritisiere ihn, ist kein Problem. Ich habe für heute Abend ein Video vorbereitet. Es ist so wichtig. Ich habe wirklich gedacht bis vor kurzem, dass Coach Frankie schon schlimm ist auf TikTok. Wir haben wirklich auch schlimme Menschen gesehen auf TikTok, was die nicht alles machen, tun, für Geld. Heute Abend habe ich einen Typen, ich sag mal, ich habe eine Kreatur entdeckt.
auf die ihr mich aufmerksam gemacht habt, ey, ich sag euch, schnallt euch an, ihr wird ausflippen. Sowas habt ihr nicht gesehen. Das ist nicht mehr normal. Das ist auf einem ganz anderen Liga, Digga. Das ist die schlimmste Kreatur, die ich auf TikTok bis jetzt gesehen habe. Heute Abend kommt das Video online. So, wir machen hier ganz kurz weiter. Wenn wir uns die Kommentare anschauen, passt auf. Kurdische Seite schreibt, wir stehen hinter dir, mein Bruder. Akongo schreibt, Manuelsen sagt nur Bescheid, wenn es losgeht. Boah. Eine Antwort. Manuelsen schreibt, I got this, brother. Azadi schreibt, bitte, bitte, lass uns zu ihm reden und persönlich alles besprechen, was er von sich gibt im Internet. Ja, ich gehe mit dir in den Knast, schreibt eine. Alle Coach Frankie auf TikTok melden. Lan Lan, wenn du dann vor denen stehst, bist du einmal Bruder Abi und hast nichts gesehen. Kleine Kinder, Wallah. Also ich bin echt gespannt, was hierbei alles rauskommen wird, ne? Wenn wir uns jetzt Coach Frankie seine Stories anschauen, dann postet er zum Beispiel sowas. Erste Minute auch schon wieder rum in diesem Gefecht dieser dritten Runde. Manuelsen ist nicht ganz Herr dieser Situation. Und jetzt ist er angeschlagen. Jetzt ist er angeschlagen. Guck mal, was ein Gottloser. Er postet noch Kinder Bueno dazu. Das ist die Überraschung. Jetzt postet der Manuelsen seine Mucke, ist ja Copyright, deswegen gucken wir uns die Story so an. Er markiert die Stelle, wo er gerade ist, Ernst August Galerie. Wir sind etwas shoppen mit unseren Ladies, relaxed. Ich glaube aber, dass das einfach eine Story ist von etwas früher oder keine Ahnung von wo. Und dass er jetzt extra, man kann ja auch, ich kann jetzt hier meine Wand abfotografieren oder draußen und markieren, dass ich in Mexiko bin. Ja, also man kann so einiges tun. Manuelsen postet natürlich noch eine Story, dass wir uns jetzt reinziehen. Achtung. So, du rassistischer Sohn einer Wölfin, zeig mal deine Eier. Ich bin in Hannover, sag mal, wo ich hinkommen soll. Dann klären wir beide das. Und sag nicht, du bist nicht hier. Schick Standort privat. Hannover, Germany. Das heißt, Coach Frankie sagt, dass er nicht da ist. So, nimm an und sag mir deinen Standort, du Maniak, und rede nicht viel. Uiuiui. Ui, ui. Warte, Entschuldigung, Freie. Coach, guck mal, ich weiß, du machst jetzt deine lustigen Stories und die haben wir schon alles gesehen. Ja, okay, dies, das. Bruder, geh doch mal ans Telefon. Ja? Ich bin hier ganz bei dir in der Nähe. Poste keine lustigen Stories, was wir schon 100-mal gesehen haben. Geh einfach ans Telefon. Ich bin ganz bei dir in der Nähe. Ich bin sogar näher, als du denkst, dass ich bin. Okay? Weil Hannover ist eine Stadt, Bruder. Du hast hier keinen Power, Bruder. Du hast hier keinen Power. Und leider Gottes habe ich Power in Hannover, Bruder. Deswegen, ich weiß, eigentlich weiß ich schon, wo du bist. Nur der Anstand gebietet es mir, nicht da vor deiner Tür aufzuschlagen, weil du bist vielleicht mit deiner Frau da, das ist Eib. Deswegen, sei ein Mann und komm raus. Nee. Wir sind hier ganz in der Nähe. Komm vorbei, Bruder. Komm. Ja, eigentlich sieht man da, dass die Beleidigungen am Anfang nicht so ernst gemeint waren gegenüber der Frau, was sehr schrecklich ist. Meiner Meinung nach sollten niemals Frauen, Mütter oder sonst was eingemischt werden. Aber so sind halt die Ausländer, wenn die ausflippen. Bei mir ist es auch nicht anders, wenn man auf 180 kommt, dann beleidigt man, ja, von A bis Z. Und jetzt sagt er zum Beispiel, ich komme nicht vor deine Haustür, falls du mit deiner Frau bist, das ist Eib. So gehört sich das auch nicht. Ist auch richtig so. Natürlich geht nach dieser ganzen Sache Coach direkt live. Ne? Und wir ziehen uns ganz kurz seinen Livestream rein, was er überhaupt zu der Sache sagt oder wie er es ablenken möchte. Und schaut mal, auch die Kommentare sind voll. Immer direkt raus und glaubt mir, wir sind untereinander connected. Also ich sag das nochmal, ganz, ganz offiziell, da wo ich arbeite, da wo ich bin, ist Hohe Luftchaussee 153. Ganz Deutschland weiß das. Da machen wir Fotos, Videos, Fantreffen, alles machen wir dort. Und sogar die kleinsten Kinder wissen das. Da gegenüber Smileys, wenn ihr da fragt, wo ich bin, könnt ihr da sitzen, eine kleine Pizza essen und ich komme vorbei, ist überhaupt kein Problem. Und das, was wir in NRW haben, Mardellis, Kurden, Libanesen, das, was wir überall in München haben, Albaner, alle Brüder haben wir in Hamburg, alle ein Herz in Rhein, haben wir tausendmal mehr. Ne? Nur, dass Hamburg ein bisschen
ein bisschen cleverer ist, ein bisschen intelligenter ist. Man hört sehr, sehr wenig von Hamburg. Wir hängen das nicht hier an die große Glocke. Ja? Gelsenkirchen, alle ein Herzchen rein, NRW, von der Intelligenz her, von der Verbrecherquote, ja, Verbrecherquote sehr hoch, ja. Aber Intelligenz fehlt da und das wissen wir alle, ja. Ich habe hier viele Leute aus NRW, Gelsenkirchen drinne gehabt, auch manche aus Köln und wir können uns lange nicht mit meine Zuschauer, meine Follower, wir können uns nicht sehr, sehr lange mit denen unterhalten und wir wissen, dass wenn es drauf ankommt, da spricht man nicht, ja. Da redet man nicht an ein Herz hin. Er möchte eigentlich so etwas in der Art sagen, passt auf. An ganz NRW, ja, da unten Ruhrpott, wo Manuelsen herkommt. Bitte seid nicht sauer auf mich. Im Gegenteil, meldet euch bei mir, denn ich brauche auch etwas Unterstützung, weil Manuelsen steht jetzt fast vor meiner Haustür. Bitte unternimmt etwas, weil das geht nicht. Aber wir provozieren ihn trotzdem weiter. Ne? Rein, ja. Hamburg auf die Eins, Mann, ja. Ja. Bei Skinny Fat, das ist scheiße, was man da gelabert. Ey, ich versteh's nicht. Coach Neunkör ist derjenige, der immer da steht und solche Ansagen verteilt und auch noch herausprovoziert, dass man zu ihm kommt. Jetzt ist der Typ da. Manuelsen ist da. Der ist da hingefahren. Wieso kommt er nicht raus? Warum? Er kann doch sagen, komm, wir reden jetzt erstmal. Komm. Ja, einfach bitte. Ja, einfach bitte. Entweder, passt auf, da gibt es so zwei Möglichkeiten. Entweder geht er raus und sagt, pass auf, Bro, wir machen jetzt eine Story. Ich gebe dir einen Kuss auf die Stirn und entschuldige mich öffentlich für diese Sachen, was ich da gesagt habe. Oder eins gegen eins, wie Männer, sportlich, auch wenn es auf dem Sportplatz ist. Ins Studio gehen, ja, was für ein Quatsch, ja. NRW ist 20 Mal größer wie Hamburg, also ein Zyklop. An ein Herzchen rein, ein Zyklop hat ein Auge, ist 6 Meter groß, ist größer als ein Mensch, ja, aber der Mensch ist schlauer, ja, da reicht ein Mensch, ja, der jagt ihn auf die richtige Art und Weise, ja. Warum hast du Narben auf der Brust? Weil die Frauen das lieben. So, tippen, Gas geben, ja, und NRW ist ein Industriegebiet, das war Abfallgebiet von Deutschland, ja. Man hat da die Leute hingetan, die man mich nicht so gerne mag, okay? Es gibt vielleicht ein, zwei, drei Ausnahmen. Lokras bitte raus, ja? Lokras bitte raus. Loikras bitte direkt raus, ja? Mit 0 Follower. Immer, also immer Leute, die irgendwas sagen, immer mit unter 10 Follower, ja? Donnerstag bitte raus, ja? Ist immer so geil, ich finde das sehr, sehr lustig, finde das sehr, sehr witzig. So, holen wir jetzt jemand rein. Alle hoch. Hi. Alle hoch, egal wer, ja. The real one auch raus, ja. Was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Manuelsen ist auf dem Weg. Philipp, danke schön, vielen Dank. Was machst du jetzt? Manuelsen ist auf dem Weg. So, tippen. Hallo? So, ja. Hallo? Das ist sehr, sehr lustig heute, ja. Sehr, sehr witzig. Ja, heute ist anders witzig, was? Leute. Heute ist es anders witzig. Manuelsen sucht dich. Ja, hoppe. Ja, und jetzt hängt er, jetzt kriegt er gerade einen Anruf. Er kriegt Anruf von Manuelsen. Das klingt so schön, oder nicht? Coach. Warum hast du gelacht? Ach so, okay. Du wirst gejagt. Abu Tanga. Ja, Bruder. Was laberst du, Mann? Salam alaikum erstmal und komm mal bitte richtig ans Telefon. Du wirst gejagt. Von wem? Von Manuelsen. Kommst du auf dem Weg zu dir? Ja, wie lange braucht er? Keine Ahnung, 45 Minuten. 45 Minuten, das weißt du? Ja. Ja, okay, dann ist das Nummer 8. Dann soll er sich hinten anstellen. Ja, okay. Wo ist jetzt Abu Tanga? Du kennst mich doch. Wo ist er? Also, da warten wir einfach ab. Warum muss man das an die große Glocke hängen? Das ist doch peinlich. Das ist genau das, was ich gerade vorhin gemeint habe. Er sagt, wo ist er? Warten wir ab. Ja, ne. Er fordert es so, also provoziert es so heraus, dass er sagt, ich komme dann, wenn er da ist. Ich gehe dann raus, ich treffe mich mit ihm. Aber anscheinend wartet Manuelsen da und er meldet sich nicht, obwohl Manuelsen ihn die ganze Zeit anruft. Coach, was denn los? Da kann man doch gar nicht jemanden, da kann er mir doch gar nicht in die Fresse hauen, wenn das die halbe Welt weiß, ja? Ja. Peinlich, ja. Blender bitte raus, bitte, Blender bitte raus. Also wir haben immer, die ersten 10 Minuten haben wir immer eine Säuberung. Immer. Bei uns ist immer Action, ja?
Maja. Ey, das ist so witzig, Mann. Ja, jetzt kommen die ganzen Synergie-Befürworter rein. Ja. Hallo? Manuelsen sucht dich. Warst du schon mal in Thüringen? Der mit Thüringen bitte raus, ja? Bitte sofort. Hallo? Ja. Hallo? Hasan raus. Also, wenn ihr Fitnessfragen habt, Diätfragen, einfach rein, ja? So holen wir einen Hater von mir rein, Stammhater, ja? Hallo? Frankie, mein Lieber. Guten Tag, hallo. Wie geht's dir? Scheißegal. Stell deine Frage, mein Lieber. Meine Frage ist, bist du nervös oder so oder was? Nein, mein Lieber, niemals. Niemals im Leben, ja? Okay, was ist heute an Coach? Ja. Frankie, bitte. Salam alaikum. Frankie. Salam alaikum. Okay, walaikum salam. Also ich verstehe Coach Frankies Mission einfach nicht, weil, wie gesagt, Manuelsen ist vor deiner Tür, aber Coach meldet sich irgendwie nicht. Ja. Obwohl es auch, wie soll ich euch sagen, jetzt, das passiert jetzt gerade alles. Und ich sitze hier und halte euch im neuesten Zustand, was da gerade alles passiert. Denn Manuelsen ist immer noch jetzt gerade vor seiner Straße, während ich das am Aufnehmen bin. Und da kommen immer wieder neue Storys. Jetzt gerade, vor 50 Sekunden hat er eine Story gepostet. Die wir uns jetzt ganz kurz reinziehen. Und dann machen wir hier weiter. Ne? Jetzt passen Sie mal auf. Passen Sie mal acht. Bitteschön. Standort. Wir sind hier irgendwo in Hannover. Ich weiß selber nicht, wo wir sind. Aber du kannst gerne mal einen richtigen Standort schicken. Guck mal, Frank. Diese Straße hier ist ganz in der Nähe bei dem Ort, wo du dich versteckst. Auch vor den Hamburger Shababs. Boah! Ne? Ich weiß gar nicht. Nein, hier versteckt er sich ja vor den Hamburger Shababs. Weißt du, was ich meine? Deswegen ist er jetzt hier in Hannover und er ist auf jeden Fall. Er kommt in der Nähe von dieser Straße, wir wissen ja. Ne? Deswegen, guck mal, rede nicht viel, Coach. Komm einfach vorbei und lass mal die Sache klären. Ja, wussig. Ja, Nidges. Da. Komm. Ich habe auf jeden Fall die Anfangsdings von der Story nicht gehört. Deswegen hören wir uns das ganz kurz einmal so an, was er da genau gesagt hat. Boah, like Frank, like poste mir keine gegoogelten Standorte, du Maniac. Hm? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Es ist ein Bild aus dem Google, was Coach Franke gepostet hat. Schaut mal, das Bild. Boah, Frank, poste mir keine gegoogelten Standorte, du Maniac. Schick mal einen richtigen Standort. Boah! Irgendwo. Ich hab euch gesagt, vielleicht alte Story. Nein, der nimmt einfach Bilder aus Google. Hey Frank, was ist los mit dir, Digga? So habe ich dich nicht kennengelernt. Ich habe gedacht, du bist echt crazy, Digga. Kopf durch die Wand. Okay, vielleicht TikTok bitte raus. Nein. Ja, TikTok bitte raus. Sehr schön, sehr schön. Nein, meine Kriege. Grüntee, ja? Boxhornklee. Ich wünsche mir, dass das jeden Tag so geht. Ja, das wäre geil. Türker, ich verstehe deine Welt nicht. Er wünschte sich, dass das jeden Tag so wäre. Mhm. Das machst du. Du musst doch genauer das erklären. Also Fitness gehe ich jetzt. Also man muss doch erklären, was man isst, wie man sieht. Also ich werde auf jeden Fall euch am Laufenden halten, weil er versucht abzulenken. Aber dafür haben wir hier etwas ganz, ganz Besonderes. Und zwar Kürt Ibo gestern live. Ja, ist auch ein bisschen eskaliert. Und Manuelsen ist immer zwischendurch auch live gewesen. Was wir uns jetzt auch reinziehen. Wenn ich sie jetzt ernst nehme, dann stimmt mit meiner Männlichkeit was nicht. Warum da geredet wie ein Levi? Wenn ich diese Leute ernst genommen habe von gestern, das ist einfach traurig, dass jemand 500 Kilometer zu euch kommt, dass ihr so eine linke Art und Weise sowas macht. Rabbi, warum bringst du mich in so eine Lage? Warum?
Warum machst du das? Was ist dein Problem? Ja, ich habe bei dir in deine Wohnung reingegangen. Ich habe in deine Wohnung geschlafen, Bruder, du machst sowas? Ja, das stimmt, ja. Ihr habt einen Teller gegessen und dann links drauf geschnitten. Keine Männlichkeit, Wallah. Wallah, sein zweiter Gesicht ist das. Ja, Wallah. Ja, komm, lass mal mit Politik. Ist auch egal, ich möchte auch. Überlass die Allah und fertig, weißt du? Hey, Wallah, danke schön, mein Bruder. Wallah, hey, ich sag euch nur eins. Ebu Abi, was wäre passiert, wenn das in Diyarbakır passiert wäre? Was Wallah, hättest du mit denen gemacht? Ich hätte nicht einer von da rauskommt. Wallah. Du hättest mir im Blut gebadet. Wallah, wenn ich dabei hätte, ich hätte auf die geschossen. Ich sag ehrlich. Wallah. Ich hätte ohne Gnade auf die geschossen. Keiner kann mich da drin erniedrigen und klein machen. Ich schwöre auf Allah. Wenn ich dabei hätte, ich hätte direkt auf den geschossen. Aber Bruder, du hast Familie, Curtibo. Bruder, ist egal. Keiner spielt mit Curtibo. Ich habe genug gelebt. Ich habe genug gemacht. Aber ich lasse mich nicht kleiner, kann er so raten. Ja, die mich da drin. So. Und das ist einfach geplant. Curtibo. Wir holen Curtibo hin und wir machen sowas mit ihm. Aber deswegen, Ende, was ist rausgekommen? Wieso? Ja, aber sag mal so, gibt's ein Auswärts? Aber ist schuld? Rabi ist schuld. Gibt's ein Heimspiel und Auswärts? Dankeschön, Rabi ist schuld, nicht ich. Ja, natürlich, weil er... Rabil oder Rabia, wen meint er jetzt? Er hat mitgemacht. Aber Abi, das ist auch Sünde, was wir machen. Wir wissen nicht die Wahrheit. Nur Gott weiß, ich kann mir nicht vorstellen, Rabia hat geplant. Krass, er meint Rabia? Er ist doch Gast bei Rabia, was da passiert? Du geh mal erstmal raus, geh mal einmal dein Gesicht waschen, dann kommen wir auch. Bravo. Rabin kennt meine Familie sehr gut. Ganz kurz, Ibo. Kennt meine Verwandten aus Berlin sehr gut. Kennt meine Kreise sehr gut. Warum machst du dann sowas? Hä? Du bist kein kleines Kind. Deine Sohn ist schon 20 Jahre alt. Stimmt oder nicht, Bruder? Alter, aber was hat der Ding? Was ist zwischen denen passiert? Ich hab ja vor ein paar Tagen, am Sonntag, habe ich mit Rabia tatsächlich telefoniert wegen einem Missverständnis, was wir dann geklärt haben. Curtibo war auch da. Wir haben uns Hallo gesagt. Ja, wir haben ein bisschen miteinander geredet. Aber ich weiß nicht, was vorgefallen ist. Was Rabi dazu gesagt? Okay. Schreib mir einfach, Bruder, Entschuldigung, das und dies. Oder gib keine Entschuldigung. Gib keine Entschuldigung dafür. Du hast einen einfach in den Teller geschissen. Mehr sag ich dir nicht. Aber hey, ich glaube auch wirklich, dass Rabi was gemacht hat. Wer dazwischen redet, fliegt runter, wer die Regeln nicht kennt. Ja. Ibrahim. Ja, bitte. Wer die Regeln nicht kennt, fliegt runter, ganz schnell. Wer meine Meinung nicht akzeptiert, geht auch runter. Ibo. Ich, in diesem Ramadan, ich werde niemals Fitna machen, lügen und versuchen, was zu drehen. Ich erzähle euch genau, was passiert ist. Ich wollte gar nicht dahin gehen, okay? Punkt 1. Zweitens, ich war Kreuzberg. Ich war mit zwei stabile Männer, nicht Kinder, Männer. Und dann auch Kuschel, ja. Ibrahim, wann ist diese passiert, mein Bruder? Wann? Gestern. Gestern. Ja? Und du weißt, Rabbi, du bist kein kleines Kind, dass ich sage, oh, du hast Fehler gemacht, so, du bist kein Kind. Das ist alles gespielt. Schäm dich, Wallah. Wallah. Schäm dich, Wallah. Boah, Wallah, ich bin gerade geschockt. Er hat ihn so in seine Hand getragen als Gast. Was hat er denn jetzt genau gemacht? Mehr sag ich dir nicht. Wir haben Ramadan, mehr sag ich dir nicht. Aber ich glaube, er hat wirklich so gemacht, weil sonst hätte er sich nicht entschuldigt bei Curtibo. Egal, scheiße. Hat sich entschuldigt? Egal. Wallah, ich habe alles aber verpasst. Nicht stimmt. Alles hat seine Zeit. Deswegen an allen, ich werde jetzt vorsichtiger sein, wenn ich irgendwo reingehen einladen, nicht mehr. Diese Fehler in Berlin mache ich nicht mehr. Hättest du Arafat angerufen, gefragt nach Hilfe, was kann ich machen? Ich werde auch nicht mehr allein gehen irgendwo hin. Warum? Die Sache ist immer enger. Und ich darf auch nicht, ich werde jetzt meine zwei Brüder von Türkei bringen und danach die Sonne bereit sein zu geben. Wallah. Direkt? Schießen die direkt? Nicht schießen, direkt im Kopf. Ballern, ja? Curtibo.
krass. Ja, aber warum holst du genau. kleine Kinder, Anabolika, und dann kommen die, machen hier einen auf Anter. Wallah, ja. Oder ich habe so viel gesehen in meinem Leben. Bruder, was ist das? Bruder, diese Anabolika bringt nichts, wenn die Kugel kommen. Wallah, die Kugel geht rein und raus. Da bringt kein Anabolika, wallah. Ja. Ich habe extra noch was anderes gemacht. Ich wollte gucken, ob das so ist. Das war einfach geplant. Da habe ich dann. Timo. Ich geh raus, ich bin kaputt, wallah. Bleib mal drinnen, Bruder. Ich bin richtig enttäuscht von dir, wallah. Kurtibus ein Löwe, wallah. Wallah, ja. Kurtibo, bleib mal noch drin, Abi. Abi, ich bin kaputt, ich komme gerade von 500 Kilometer, ja. Wallah, Ibo, Zug bist du gekommen? Komm morgen, nein, besser. Ich finde das so krass, was gerade zwischen Manuelsen und Coach Frankie passiert. Aber safe wird Coach Frankie wegen dem Google-Bild sagen. Ich weiß es ganz genau. Ich habe da ein Bild gemacht in diesem Zentrum, wo ich jeden Tag bin, ja. Und das Bild existiert auch auf Google, ja. Jeder fotografiert genau von dieser Perspektive. Und nur weil ich es jetzt von da abfotografiert habe, heißt es nicht, dass das Google ist. Ah! Anabolika, wallah. Ja. Ich habe extra noch was anderes gemacht. Ich wollte gucken, ob das so ist. Das war einfach geplant. Da habe ich dann. Okay, Internet. Timo. Ich geh raus, ich bin kaputt, wallah. Bleib mal drinnen, Bruder. Ich bin richtig enttäuscht von dir, wallah. Oh, jetzt hängt das aber. Kurtibus ein Löwe, wallah. Wallah, ja. Wallah. Kurtibo, bleib mal noch drin, Abi. Abi, ich bin kaputt, ich komme gerade von 500 Kilometer, ja. Wallah, Ibo. Zug bist du gekommen? Komm morgen, live, besser. Mach eine große Bälle auf alle. Jungs, können wir meinst du Rabia reinrufen, mit ihm reden hier? Bleib bei, wenn du viel redest, fliegst du runter. Wer? Ja, gib die letzte Warnung. Weil ich gerade von 500 Kilometer komme. Aber, Shay, Garantie mit. Ja? Ist Garantie mit Rabia, ja, nicht wirklich? Aber, Bruder, ja, ich liebe dich, ganz kurz. Eine Frage von Bruder zu Bruder, tamam? Ja, bitte. Eine Frage von Bruder zu Bruder. Ja, bitte. Bist du dir sicher, Jani, dass, denkst du nicht, die Leute haben das geplant oder denkst du, Rabia hat mitgeplant? Ja. Also bei aller Liebe, ich kenne diese Leute alle nicht. Ich habe jetzt mit Rabia nur einmal gesprochen und auch so von den Bewertungen her, was ich über ihn bis jetzt sagen konnte, war gute Erziehung, ja, korrekter Typ. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass er hinterhältig, nachdem er Ibo so als Gast hat, was gegen ihn geplant hat. Wenn es stimmen sollte, dann finde ich es echt schade und krass, wie man sich in einem Menschen täuschen kann. Wahnsinn. Wallah, ja, denkst du, ja? 100%. Weil ich kann diese nicht spüren. Blimm, ich war nicht dabei. Du warst dabei. Bruder, 100%. Ja, Mann. Krass. Rabi weiß genau, wer ich bin. Rabi weiß genau, wer ich bin. Mehr sage ich nicht. Das war geplant. Kürtelbord einbringen, Kürtelbord erniedrigen, klein machen und dann draußen. Nein, Bachsalabi. Wie schießt er? Klein machen kann keiner dich. Nein. Und runter machen kann auch keiner. Wenn einer klein macht, er macht sich erstmal klein. Blimme, Ibo. Bruder, geht nicht um Essen. Einer schreibt, Bruder, lass diese dreckige Politik. Essen, messen. Essen, ich gebe jeden Tag Leuten Essen. Hör mal zu, du kleiner Pisser, Mokro. Ibo kenne ich nicht, kenne ich auch privat, du kleiner Maniak. Ich brauche nicht bei ihm zu schleimen. Das ist ein Bruder Aschiret von mir. Danke. Lohan ist gerade da, die Hunde sind am Schlafen. Wenn ich ihn jetzt aufmache, geht's hier ab.
Weil wir gehen gleich nach Frankfurt und dann drehen wir Street-Videos für euch ab. Heute bin ich vom deutschen Fernseher, Leute. Na? Heute habe ich was vor für euch, ihr werdet heulen. Heute werdet ihr heulen. Ich mache ganz kurz die Tür ganz unauffällig auf. Ganz, ganz unauffällig. Was da, da hat mich verarscht oder was? Wo ist der denn? Luan. Ah, der ist da, der ist unten vor der Tür. Ich habe die Eingangstür hier aufgemacht, warte. Ich spiele das mal hier trotzdem weiter ab. Oder egal, Heidi, ich liebe dich, pass auf dich auf. Habibi, Ibo, pass auf dich auf, Rahatan. Rad. Abo, Ibo, warte ein bisschen. Ich denke, komm, das reicht. Ich muss jetzt nämlich los. Sie muss in die Schule, wir müssen nach Frankfurt. Und dann müssen wir filmen, ja. Weil Street-Videos gehen ja jetzt auch wieder los. Reactions. Och, ihr habt gutes Kino, Leute. Alhamdulillah. Ich küsse eure Herzen. Vielen, vielen Dank für euren Support. Wir sehen uns auf jeden Fall heute Abend im nächsten Video. Weil, schaut euch das einfach mal an. Und gebt gerne eure Meinung in den Kommentaren dazu ab, okay? Also, Habibis.